Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch wie immer zum Wochenorakel für die Woche vom 18. März bis zum 24. März. Ja, es ist gerade eine ganz wilde Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Es passiert gerade sehr, sehr viel bei mir. Gott sei Dank auch Positives. Viel, was einen im Positiven aufwühlt. Ich habe sehr viele, auch dank der Mithilfe einiger Menschen, auch unter anderem hier aus dem Blog, die mich kontaktiert haben, ganz viele Downloads gerade an Informationen, zum Teil von denen, zum Teil von meiner eigenen geistigen Verbindung, die ich habe in die geistige Welt, und das kombinieren wir gerade miteinander. Und ich will da gar nicht so viel zu erzählen, das wird dann vielleicht ein bisschen persönlich, aber es ist auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit, es passiert gerade sehr viel. Ich sag mal, im weitesten Sinne hat das zu tun mit Seelenfamilien. Die Engel sagen ja schon seit ein paar Monaten, dass es wahrscheinlich ist, dass wir jetzt Menschen finden, die zu unserer Seelenfamilie gehören. Also über die Zwillingsflamme jetzt mal hinausgedacht, die ist natürlich auch ein Teil unserer Seelenfamilie. Und es gibt da immer so Stämme, also so Familienstämme. Ich bin aber noch nicht in die absolute Tiefe des ganzen Themas vorgedrungen. Ich wühle mich da auch gerade rein, um das einfach einordnen zu können. Und es ist jetzt einfach eine Zeit und würde mich interessieren, einfach nur wirklich neugierhalber, ob es auch bei euch solche Vorkommnisse gibt oder auch vielleicht in den letzten Monaten schon gab, wo ihr Menschen getroffen habt, die zu eurer Seelenfamilie gehören, wo ihr erfahrt, wer ihr wirklich seid. Ihr erinnert euch, dass oft diese Themen auch kommen. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Ja? Und solche Informationen kommen jetzt gerade ziemlich massiv, bei mir zumindest, vielleicht bei anderen noch nicht, kommen noch, oder bei anderen sind sie schon längst durch. Ist ganz spannend. Ganz toll, wunderschöne Zeit gerade, bindet allerdings so viel Aufmerksamkeit bei mir, dass ich echt Probleme gerade habe, so ein bisschen meine Sendezeiten hier einzuhalten, also pünktlich mit meinen Readings fertig zu werden und so, weil das einfach nur so durchläuft und ich das immer mit den Menschen dann einordnen muss. Aber es ist gerade eine wichtige Zeit, also deshalb entschuldigt bitte, wenn manche Sachen etwas verzögerter kommen. Das kommt auf jeden Fall alles noch, auch das Equinox-Reading ist ja auch noch früh genug, das habe ich auch schon gelegt, muss ich noch aufzeichnen, ist auch spannend, also kommt alles noch, aber wie gesagt, sorry, wenn es gerade ein bisschen hakt bei mir, weil es einfach Dinge kommen, die für mich persönlich sehr wichtig sind. Ja, und heute bei uns im Club mal wieder Erzengel Michael, er kam durch, wollte sich melden, das Engeltherapie-Orakel und nochmal die Friends in Spirit, die Tiere wollen zu uns sprechen, auch wieder eine spannende Woche. Vielleicht eins vorweg noch zu dem Thema der letzten Woche, vor allen Dingen da auch zum Liebesorakel. Da kamen bei mir gestern, glaube ich, waren das, kamen ziemlich heftige Sachen hoch, die mit was haben die zu tun eigentlich, mit dem, was im Liebesorakel drin war, mit dem Loslassen, ja, mit Gedankenmustern, also auch ego-behafteten Sachen. Die haben jetzt nichts mit der Seelenfamilie zu tun, ganz anderes Thema, aber mit der Aufarbeitung von Karma, aber auch mit der ja, mit dem Loslassen von Ego-Anteilen. Das war nochmal richtig heftig. Also ich habe ja wirklich auch viel an mir gearbeitet und es gab immer mal nur Kleinigkeiten noch, aber jetzt kam so alles nochmal so eine gute Bandbreite an so Ego-Denken nochmal hoch und musste nochmal ziemlich ausgelebt werden, auch nochmal ausdiskutiert werden. Also ich hätte da die Bremse anlegen können, aber ich habe irgendwie auch gedacht, das macht jetzt auch keinen Sinn. Es gibt jetzt einfach ein paar Dinge, die ich diskutieren muss mit einer Person. Und das habe ich auch gemacht. Und das war auch gut, für mich zumindest. Und es hat für mich ein paar Sachen geklärt. Und klären ist ja auch reinigen, wir hatten kläre deine Energie. Also ein paar Dinge sind wirklich geklärt für mich. Ja? Und das war irgendwie wichtig. Und das sind auch manchmal Dinge, die man nicht immer nur mit sich selber ausmachen kann. In dem Fall war das ganz gut. Ja, und das geht in dieser Woche auch weiter. Jetzt haben wir hier nicht das Liebesorakel. Also es kann auch alle anderen Bereiche betreffen. Und es kommt als erstes die Karte von Erzengel Michael, die da sagt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, es spiegelt gerade ein bisschen Selbstachtung. Und ihr seht hier einen Engel unter dem Om-Zeichen, der eine sehr bittende Haltung hat. Fast aus wie ein Shaolin-Mönch sieht er aus. Die Karte sagt, lieber Gott und Engel, danke, dass ihr mir helft, mich so zu sehen, wie ihr mich seht, mit den Augen der Liebe. Danke, dass ihr mich ehrt und achtet. Bitte leitet mich an, mich selbst genauso zu achten und verleiht mir den Mut, meiner Wahrheit Ausdruck zu geben und für mich selbst einzustehen. Ich bitte um euren Schutz in all meinen Beziehungen, damit ich stets von Liebe... Und was hier einfach durchkommt bei dieser Karte ist natürlich die Frage, wo wir uns in unserer Selbstachtung verletzt fühlen, wo wir das Gefühl haben, wir müssen unsere Selbstachtung wiederherstellen, nach innen und nach außen, wo müssen wir vielleicht etwas klären mit einer Person, die unser Selbst nicht achtet, die unsere Grenze nicht respektiert oder die uns nicht wertschätzt, wer wir sind oder was wir einbringen in eine Situation oder eine Beziehung. Also es geht hier drum,
Und es hat für mich ein bisschen was mit diesen Reinigungsarbeiten gerade zu tun, die jetzt eben nicht nur körperlich laufen, sondern jetzt auch eben nochmal psychisch, dass wir einfach nochmal alte Muster befreien, vielleicht so ein bisschen das Gefühl haben, wir müssen unsere Selbstachtung herstellen, und einfach Dinge klarstellen, Dinge klären, Dinge aufräumen, Dinge nach oben bringen, an die Oberfläche, die Wahrheit sagen oder die Wahrheit wiederherstellen, einen Ausgleich schaffen. Also das können einfach auch Konfliktgespräche sein oder auch eine Wut, die hochkommt. Erstmal kann es auch ein Gefühl sein, bis wir uns erstmal bewusst sind, was ist es denn, dass wir erstmal nur Wut spüren, über etwas, weil unsere Grenze übertreten wurde, weil wir un unser Selbst nicht geachtet wurde. Das sind so Themen, die mit dieser Karte kommen. Und es ist relativ wichtig, dass das hochkommt, weil es eben Teil der Reinigung ist und es jetzt auf einer anderen Ebene, eben nicht mehr auf der körperlichen, sondern auf der psychischen, bewusst wird. Und dazu passt, ich habe dann Erzengel Michael gebeten, noch eine Karte dazu zu geben. Und er sagt ganz klar, wenn ihr da Probleme bekommt in der kommenden Woche mit diesen Selbstachtungsthemen, mit diesen inneren Verletzungen sind das ja auch, das tut ja auch weh, wenn jemand die Selbstachtung verletzt. Das tut einfach sehr weh und fördert auch die Abwehr, dass man so mit einer Abwehrreaktion kommt, sich verteidigt oder so. Und Erzengel Michael sagt ganz klar, bittet mich um Hilfe. Ruft mich an, sagt mir, helft mir, beschütze mich, hilf mir hier einen konstruktiven Weg zu finden, wie ich das klären kann, wie ich für mehr Selbstachtung sorgen kann, in mir selbst oder auch anderen gegenüber. Und dann wird er das tun. Also kam ganz klar in Verbindung hier mit der Selbstachtungskarte. Erzengel Michael beschützt uns und hilft uns, diese Selbstachtung herzustellen im Innen und im Außen. Mitte der Woche haben wir dann noch einen weiteren Hinweis, sehe ich auch im Zusammenhang mit der ersten Karte. Da kommen noch mal Probleme aus früheren Leben auf. Die Karte sagt: Die Situation ist auf ein früheres Leben zurückzuführen. Bitte deine Engel, dir zu helfen, dich an deine vergangenen Erfahrungen zu erinnern und aus ihnen zu lernen und sie geheilt loszulassen. Also ihr seht, da geht es jetzt um den Loslass, den Heilungsprozess, das nochmalige Spüren von früheren Verletzungen, von vergangenen Erfahrungen, die hochkommen, die zu Frustration, Wut, Traurigkeit, Verletzungen geführt haben. Und die haben eben mit Problemen aus früheren Leben zu tun. Und die gilt es jetzt nochmal loszulassen. Auch wenn uns das Thema nicht bewusst ist, auch wenn wir nicht wissen, wer wir waren in diesem früheren Leben, wie die Gesamtsituation war, sondern wirklich, wir können es manchmal nicht wissen, wir haben die Erinnerung nicht, aber es kommt eben hoch. Und deshalb heißt es auch manchmal, wir machen das so für das Kollektiv auch, weil es uns einfach nicht bewusst ist. Aber wir lösen auch mit anderen Seelen hier in unserem Umfeld eben gerade Konflikte oder reinigen uns von diesen alten Konflikten, ja? Weil die müssen wirklich aus der Welt geschaffen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das betrifft natürlich auch diese Seelenfamilien, ne? Das passt jetzt genau dazu. Also, dass wir natürlich auch Menschen treffen aus früheren Leben und uns vielleicht auch klar wird in diesen Gesprächen oder in dem, was wir da über uns erfahren. Wer auch welche Rolle gespielt hat, dass wir auch dann einen Begriff davon bekommen, okay, was war denn da los? Was war denn der Konflikt? Und das ist finde ich jetzt, kann ich jetzt nur in meinem Fall sagen, ein schönes Gefühl, da endlich Klarheit zu bekommen. Auch da kann man die Energie klären, indem man Klarheit bekommt, was war da eigentlich los und womit hängt das alles zusammen? Ja, weil wenn man nur die Probleme sieht, aber nicht versteht, wie der Zusammenhang, der Hintergrund ist, kann das sehr unbefriedigend sein. Weil ihr wisst ja auch nicht, wo ihr den Hebel jetzt ansetzen sollt. Aber auf jeden Fall passiert ein Reinigungsprozess und Erzengel Michael hilft euch. Ja, am Wochenende, nach diesen ganzen Reinigungen, kommt die Eule zu uns. Die Eule sagt Fokus. Also fokussiere dich, konzentriere dich. Es ist Zeit für dich, dich wieder zu fokussieren und zwar auf die Aufgaben, die auf der Hand liegen oder vor dir liegen. Erlaube dir selbst nicht abgelenkt zu werden. Schaue näher heran auf die Details. Also die Eule steht ja für Weisheit, bisschen auch für das Okkulte, finde ich. Also so ein bisschen okkulter Vogel, der eigentlich nur nachts aktiv ist. Und es geht jetzt darum, sich nicht mehr ablenken zu lassen, vielleicht auch nicht mehr ablenken zu lassen von diesen komischen Situationen. Denn wir haben ja ungefähr bis Mitte der Woche, bis zu dieser Karte, wenn diese Karte eigentlich wirksam ist. Da ist der Äquinox und ich gehe davon aus, dass nach dem Äquinox ein Neubeginn ist. Dann kommt der Frühling, dann kommt das Licht in unser Leben und das Dunkle geht raus. Und jetzt geht es auch darum, die Eule sagt auch klar, okay,
Jetzt schau nach vorne. Fokussiere dich wieder auf das, was vor dir liegt, auf das, was du vorhast in deinem Leben, was du jetzt gestalten wirst, was du in positive Bahnen bringen willst. Und erlaube dir selber, nicht mehr abgelenkt zu werden. Auch, denke ich, auch von diesen alten Geschichten oder diesen Ego-Geschichten, die einfach ständig uns ablenken und bearbeitet werden müssen. Also mir geht das so, dass da immer wieder Sachen sind, die dann ablenken und den Fokus wegziehen von dem, was ich eigentlich vorhabe, jetzt in meinem, im Jetzt und im Morgen, ja. Und interessant finde ich auch, dass man mehr auf die Details gucken soll. Also jetzt geht es ein bisschen aus der groben Planung in die Feinplanung neuer Projekte und auch der Lebensaufgabe. Ne? Das ist ja auch noch ein Thema pending, sage ich mal, auf meiner Seite. Kommt auf jeden Fall, muss ich noch zusammenstellen. Ist einfach ein Riesenthema und ich muss es einfach auf die Thematiken für das Video runterbrechen, mit denen ihr dann auch in der Gesamtheit was anfangen könnt, weil es ist halt ein sehr individuelles Thema, was die jeweilige Lebensaufgabe ist. Und trotzdem gibt es ein paar globale Dinge, die für alle ja, ratsam sind oder für alle hilfreich sind zu wissen. Und das muss ich noch erstellen. Genau, auch da muss ich auf die Details gucken jetzt, was da eigentlich wohin gehört. Ja, also es geht dann in die Lebensaufgabe. Ab Mitte der Woche geht es wieder stärker in die Aktion, in das Fokussieren, das Konzentrieren auf die Aufgabe, die vor uns liegt und auf die Details. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Loslassen angesagt. Und das wochenübergreifende Thema, finde ich wunderschön, auch eine ganz tolle, knallige Farbe hier. Ich kann mein gesamtes Leben verwandeln. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ich kann mein gesamtes Leben verwandeln. In der Mitte ist so ein Om-Zeichen. Und die Karte sagt, das Universum ist ein zusammenhängendes Gewebe, innerhalb dessen ich mein Schicksal entwerfen und erschaffen kann. Und das finde ich wunderschön. Weil natürlich ist das Universum ein zusammenhängendes Gewebe. Da könnte man dann auch sagen, ja, dann ist ja alles Schicksal, dann wird ja alles mit beeinflusst von allen anderen. Aber die Engel sagen uns auch nochmal ganz klar, nein, du kannst jederzeit ab jetzt dein Schicksal selbst entwerfen und erschaffen, indem wir das Karma hinter uns lassen. Ist Schicksal nicht mehr vorgegeben? Heißt es nicht mehr, nee, du musst erstmal deine liegen gebliebenen Aufgaben lösen. Nein, du hast was getan, was nicht so gut war, das musst du jetzt wieder gut machen. Das waren ja dann eigentlich die Schicksalsfäden, in denen wir gefangen waren. Und wenn das wegfällt, dann erschaffen wir zu jeder Zeit dieses Universum oder unsere Rolle in diesem Universum neu. Und das ist das, was kommt. Und deshalb versteht ihr vielleicht auch, dass jetzt die alten Rollen, ne, auch die in Frage gestellte Selbstachtung und die Probleme aus früheren Leben, das wird jetzt an den Rand geschoben, das wird jetzt ad acta gelegt immer mehr und gereinigt. Und das Neue kann einziehen. Das ist ja das, was wir seit Monaten hören, das Alte muss gehen, bevor das Neue reinkommt. Und das ist damit gemeint. Wir müssen wirklich Karma erledigen, bevor wir uns befreien können und das Neue starten können. Ja, was eben frei von Dunkelheit ist. Ja, und Negativität. Ja, und das ist das, worum es geht kommende Woche. Also nochmal ein bisschen was zu tun, aber ich glaube auch ein Ausblick auf eine spannende Zeit, die jetzt kommt. Eine Zeit der Neukreation, des Neudefinierens, der neuen Chancen. Auch wirklich Befriedigung zu bekommen durch den Beruf und die Arbeit und durch eine neue Ausrichtung in den Dienst der Menschen, in den Dienst der Natur, Mutter Erde und der Tiere. Und darauf gehe ich dann natürlich mit dem Video noch ein. Also, ich hoffe, ich finde die Zeit, das jetzt bald zu machen. Ich gebe mir aber Mühe, schicke euch ganz viel Licht und Liebe aus meinem Herzen für die Woche, ganz viel Kraft für diese Aktivitäten, jetzt diese Fragen der ersten Wochenhälfte zu bearbeiten. Und freue mich auf eure Kommentare. Und wie gesagt, ihr seht mich oder hört mich wieder im kommenden Video. Und das ist das Video zum Äquinox. Macht's gut. Tschüss.